Prignitz. Die Bürgermeister der Kreisarbeitsgemeinschaft und Landrat Thorsten Uhe präsentierten am 13. Mai eine gemeinsame Stellungnahme zum aktuellen Leitbildentwurf der Verwaltungsstrukturreform des Landes Brandenburg. Darin fordern die Bürgermeister Annette Jura, Dr. Oliver Herrmann und Thomas Brandt unter anderem eine Funktionalreform als Grundlage für eine Kreisgebietsreform. Weiterhin wird die Landesregierung aufgefordert, ein nachvollziehbares Finanzierungskonzept für die Verwaltungsstrukturreform vorzulegen. Als dritten wichtigen Punkt sieht die Stellungnahme vor, dass der Landtag des Landes Brandenburg und nicht die Bürger über den Sitz der zukünftigen Kreisstädte entscheiden. In diesem Zusammenhang macht die Stellungnahme noch einmal deutlich, wie wichtig der Status Kreisstadt Perleberg für die Region ist. Die Stellungnahme erhält zeitnah der Innenausschuss des Landtages.